Nein. Nein, ich bin eine mentale Feste. Ich bin eine mentale Feste auf Ardecarry. Ihr könnt mich nicht aus der Reserve locken. Ne? Ihr versucht's. Ich merke, ihr versucht's. Aber ich bin eine mentale Feste, ja. Liebe diesen Tag. Ich liebe diesen Tag. Nichts macht mehr Spaß als Ardecarry. Der Support meine ich natürlich. Who's that Pokémon? It's no way for you! Okay, wir spielen gegen eine Ash-Brandlane. Das heißt, wir können entweder einen Engage-Supporter spielen und es sieht so aus, als bräuchten wir hier einen in dem Game. Einen Engage-Supporter oder einen Ardecarry-Supporter? Ich könnte mir hier einen Alistar vorstellen, aber den würde ich gerne später picken, wenn möglich. Das ist super. Das ist super, dass ich ein bisschen später picken darf, weil ich will denen nicht Zillas Value geben, wenn es geht. Aber wenn ihr jetzt Caitlyn pickt, dann müssen wir vielleicht über Lux nachdenken sogar, ne? Dann müssen wir vielleicht sogar über Lux nachdenken. Lux wäre auch sehr nice hier, aber würde das die Combo ergänzen? Es kommt drauf an, der Cho'Gath wird wahrscheinlich AP-Cho'Gath sein. Dann hätten wir auch wieder Triple AP, das ist auch nicht gut. Am besten wäre irgendein AD-Tank-Support, glaube ich. Mein Pike wäre sehr nice hier, ne? Wenn man ihn könnte. Komm, wir haben jetzt so viele Games, wurden wir getrollt. Lass uns eine Runde Pike spielen. Der Pike ist sehr, sehr gut hier. Allerdings, mein Pike, wir werden sehen. Also, mein Pike ist bestimmt auch ganz okay. Senna? Nee, Senna macht keinen Sinn. Wenn du gegen eine Ash-Brandlane spielst, macht Senna sehr wenig Sinn, weil Senna braucht praktisch Melees, die sie hitten darf, weißt du? Darum geht's. Das ist actually Midlane-Brand. Das ist einfach ein Midlane-Brand. Aber sehr schlecht von mir gespielt, aber hat gereicht. Sollte fein sein, glaube ich. Geh raus. Haben wir gut gespielt, ne? Wir müssen halt die nächste auch noch pushen, leider. Haben wir gut gespielt, würde ich sagen, ne? Was sagt der Twitch-Chat dazu, ha? Huh? Wellplayed Pike in den Chat? Normalerweise schreibt ihr doch immer Wellplayed Pike. Warum kommt jetzt Wellplayed Caitlyn? Was ist das für ein Scam hier? Was ist dein Ziel heute? Hoffentlich können wir Support heute abschließen am heutigen Tag. Das wär der Wunschtraum. Einfach heute mit Support fertig sein, damit ich die Rolle nicht mehr spielen muss. Bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Wildblade Kid, hey! Ja, ja, die salzigen Support-Mates, ne? Da sind sie mal wieder. Da ist der Stutch. Jetzt können wir den unten schnell noch schnappen. Watch this combination, guys. Mein Ult ist abgelaufen. Also normalerweise kann ich eure sanften Scherze gut ab, ne? Wir haben eine gute Synergie, ihr und ich. Aber heute, wenn ich Support spielen muss, da müsst ihr mich mit absolut, also vorsichtig anfassen. Support erfüllt mich nicht mit Glück, diese Rolle. Wobei jetzt die letzten Games irgendwie angenehmer waren. Selbst das Karma-Game, also man kommt irgendwie in den Rhythmus als Support, habe ich das Gefühl. Man kommt schon so ein bisschen in den Rhythmus, Sehr nice. Das ist gemein, Twitch-Chat. Das ist gemein. Ich spiele gerade das beste Pike-Game meines Lebens. Okay? Gut, ist auch mein zweites. Aber das ist das beste Pike-Game meines Lebens. Dann muss ich hier mit solcher Kritik im Chat umgehen.
Ja, moin, nicht mehr lang, ne? Das war schon mal so. Don't mind if I do, ne? Das steppen wir mal rein hier. Okay, schauen wir, dass wir Richtung Mitte gehen hier. Nice, gegen die Seraphine gestorben. Exzellent, exzellent, exzellent. Da schreibt ihr Wildblick! Nein. Nein, ich bin eine mentale Feste. Ich bin eine mentale Feste auf AD Carry. Ihr könnt mich nicht aus der Reserve locken. Ne? Ihr versucht's. Ich merke, ihr versucht's. Aber ich bin eine mentale Feste, ja. Liebe diesen Tag. Ich liebe diesen Tag. Nichts macht mehr Spaß als AD Carry. Der Support meine ich natürlich. Jetzt noch ein weiterer hoch. Oh, LOL! Wie buggy das aussah. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich sollte einfach einmal basen gehen hier, ne? Keinen Unfug machen. Lass uns basen. Okay, das läuft ja super, das Pi-Game. Das läuft ja absolut super. Aber wisst ihr was? Das Eisen ist noch heiß hier, ne? Können wir in den Busch hier backporten. Jetzt gleich hier kommt jetzt gleich jemand entlang. Und den schnabulieren wir uns dann, ne? Das ist mal wieder kritischer Rückzug. Und überall kann halt der Kane kommen und in der Wand sein. Ich gehe jetzt einfach mal kurz einmal basen hier. Einmal basen ist drin. Geht eigentlich Brawler's Claw mit, geht das? Also kann ich hinter denen dann dashen und dann mein E trifft immer? Das wäre mal gut, ich treffe meine E's nämlich immer nicht. Das ist eine schlechte Kombo. Warum bauen die meisten Leute Duskblade auf ihm? Ist Duskblade wahrscheinlich einfach besser in den Teamfights dann, oder? Und das ist halt sehr, sehr für die Einzelcatches dann. Ich hab's nicht gedodged. Gewesens hat der Kane geflasht und gar nichts bekommen. Das ist keiner nice. Jetzt muss nur noch der gute alte Butchian überleben. Mit dem Chuggard-Movement. Oh. Lebe Butchian! Ja, ein bisschen risky. Tatsächlich schon wir gerade schon ein bisschen, ne? Boah, das wäre nice gewesen. Oh, dann sind die Trap gelaufen. Bitter. Das ist sehr, 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 sehr bitter. Holy shit. Mal gucken, ob wir die Ash noch finden können. Ja, ich bin sehr, sehr schnell bei ihr. Blade Caitlyn, das war Weltblade von der Caitlyn, ja. Ja, gut. Macht echt ziemlich Spaß, das Pi-Game hier. Meine Güte. Wie Spaß Support macht, wenn du einen guten AD-Carry hast, ne? Ja? Der ist wirklich sehr gut gewesen, die Runde der AD-Carry. Aber wenn du einen guten AD-Carry hast, das macht schon sehr Spaß, ne? Ja? Muss ich sagen. Noch einer raus. Lass uns Jomos hier holen als nächstes. Let's go. Pike ist mein Lieblings-Champ. Der macht sehr viel Spaß, Pike, auf jeden Fall, ja. Der macht wirklich extrem viel Spaß. Man muss jetzt fairerweise sagen, dass in dem Game die Gegner natürlich ein bisschen inten, ne? Also die spielen jetzt nicht so 100% seriös. Hier irgendwie einer entlang kommt. Scheiße.
Das ist leider keine Brawler's Claw. Jetzt kommt wieder die Weltblade. Nein, kein Weltblade Pike in den Chat. Hört auf, Twitchen. Das war eine astreine Pike-Performance bis hierhin, okay? Die gute alte Storm Razor Essence Reaver Toplane. Kristana. Bärenstark, sag ich euch. Hört mir die Kombination, ne? Schau mal, wie schnell ich bin. Und Mr. Kane. Wir haben jetzt gleich die nächste Ult auch schon ab. Das ist voll geil, ey. Ich bin so schnell, like, look at this. What? Und damit ist es. Warte, wie geht diese Kombo, wo man... Oh. Okay, ich glaube nicht, dass ich für irgendeine Combo gehen sollte. Aber man kann doch eben und dann hinter die Gegner ulten, um sie alle zu CC'en, oder? Ich hätte noch den Stun auf ihn gekriegt. Ich hätte in die andere Richtung gehen müssen, damit sie ihn leichter killen können. Da. Alright! Oh, wichtiger Pike-Win, Leute, let's go! Damit sind wir, glaube ich, bei 8-4 oder so für heute. Diese Support-Games. Das ist echt nicht ohne, Ich meine, wir haben teilweise haben wir richtige Pop. Ne, wir sind bei 7-4 sind wir nur. Ach, ein Pike-ODP. Ich glaube, vom Pike-ODP bin ich sehr weit weg, muss ich sagen. Karma-Game gewonnen. Ne, Karma-Game haben wir leider nicht gewonnen. Karma-Game haben wir leider nicht gewonnen. Jetzt sind wir auch Gold mit dem Account. Aber der ist, glaube ich, relativ weit noch von Diamond-MMR weg, weil wir so viele Losers auf dem hatten. Unglücklicherweise. So. Nächste Runde vielleicht Zilean. Also wir haben, was haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben Zilean, wir haben Nami, wir haben Braum. Was hatten wir noch, Leute? Zilean, Nami, Braum, weiß ich noch. Zyra wollte ich spielen und Shaco. Zyra und Shaco wollte ich spielen. Ja, Zyra und Shaco. Und Senna wollte ich auch irgendwann mal spielen, wenn sie sich anbietet. Aber die haben wir bis jetzt noch nicht untergebracht, die Dame. Es ist so komisch, kaum redest du von Aphelios und schon wird er in Bronze gespielt. Du hast in Bronze einen Aphelios. Team that'll win. I say cool, cause it's gonna be whichever.